Meine Psychologin hat mir geraten, ein bisschen über meine Herkunft zum Sprecher, um das Ganze ein bisschen besser zu verarbeiten. Weil ich komme ja aus Bayern. Ja. Und dann eben aus Ostbayern. Ostbayern besteht aus Niederbayern und der Oberpfalz. Ja, das ist gut, macht so weiter. Das kennt eigentlich das ganze Stück so. Das ergibt immer Sinn. So, das sagen meine Kinder auch, wenn sie mich singen in der Früh. Oh, Mama, du. Na, und also Niederbayern und Oberpfalz. Und Niederbayern ist reich. Die Oberpfalz nicht. Und ich bin eben aus der Oberpfalz, ja. Ja, die Oberpfalz ist das Gebiet, wo man damals, als ich aufgewachsen bin in den 80ern, nicht ganz gewusst hat, wo tut man es hin, weil es keine Seite von der Mauer haben wollte. Jetzt ist jemand umgefallen. Ist der oder diejenige aus der Oberpfalz. Weil, es tut mir leid, vielleicht habe ich jetzt Gefühle verletzt, aber es war einfach so. Und ja, deswegen sind wir Frauen aus der Oberpfalz, weil wir aus so einem komischen Gebiet kommen. Die Leute dann immer sagen, wenn sie uns sagen, oh, oh. Deswegen haben wir jetzt ganz interessante Jobs. Also viele aus meinem Ort, die sind so gut gelaunt, die arbeiten jetzt deutschlandweit. Mit denen werden böse Geister vertrieben in einigen Orten. Und also mit mir, meine Kabarettplakate, die werden immer so laminiert. Und damit wehren die immer die ganzen Winzer in Franken so die Krähen ab und die Vögel. Ist einfach schön, weil man so rumkommt, gell? Und ja, ihr denkt euch jetzt komischer Humor, aber das ist bei uns so. Also nicht geschimpft ist bei uns gelobt genug. Deswegen machen wir zum Beispiel Social Media Kommentare. Könnt ihr mal drunter schreiben, was wollt, ist mir ganz egal. Ist immer nur netter als manche Familienmitglieder von mir. Ja. Und das ist die Oberpfalz. Also, mei, wir sind so direkt, wir können mit unserer Art eigentlich jedes Selbstbewusstsein schneller kaputt machen wie ein Wühlmaus im japanischen Ziergarten. Und das habe ich früher schon mal gemerkt, wenn meine Eltern so am Kachelofen gesessen sind und haben über ihre drei Kinder so geredet. Und dann hat meine Mama so zu meinem Papa gesagt, gell Sepp, da wenn wir damals stattdessen dreimal Holz geschnitten hätten, hätten wir wenigstens eine warme Küche gehabt. Dafür ist die geliebt, das ist Erziehung in der Oberpfalz. Und wir sind einfach so wie unsere Umgebung. Wir sind so schwarzhumorig und so karg, ungemütlich und bockig. Ne? Und da im Süden von der Oberpfalz, da an der Donau, da wo ich herkomme, da ist noch dazu recht neblig. Also der Nebel, der spackt sich da ganz ungut zwischen zwei Bergketten rein. Und bei uns ist einfach 8 Monate neblig und den Rest regnet es. Und ich komme von so einem stockfinsteren Zufluss von der Donau und da staut sich der Nebel dann auch noch ganz ungut hinter. Und das ist ein ganz enges Tal, das heißt Tal der schwarzen Laber. Weiß ich bis heute nicht, ob das so heißt, weil da nie eine Sonne scheint oder weil da jeder immer CSU wählt. Und wenn ich jetzt so rede über die Gegend, dann denke ich daran, dass das Haus von meiner Oma den ganzen Tag, das ganze Jahr immer im Schatten liegt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen im sonnenverwöhnten Osten. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich dann so drüber rede, dann rieche ich diesen Geruch von der Küche von meiner Oma, diese Mischung aus Holzofen, Virginia von meinem Opa und Moder, heute würde es das Schimmel nennen. Und das hört sich jetzt nicht schön an, aber wer bei uns nicht krank war oder gleich gestorben ist wegen der Feuchtigkeit, der oder die war gut drauf. Weil wir gewusst haben, wir haben es geschafft irgendwie. Und auch weil wir so eine schöne Tierwelt gehabt haben. Bei uns war immer alles voller Ratten. Der Papa erzählt immer die Geschichte, als er den Antrittsbesuch bei meinen Großeltern gemacht hat. Da war das Erste, was er vom Auto aus gesehen hat, 3 fette Bisamratten. Die haben ihn vom Vorgarten von meiner Oma aus angeschaut. Und als er sich dann geweigert hat, aus dem Auto auszusteigen, da hat meine Mama dann zu ihm gesagt, jetzt habt ihr halt nicht so. Dieses Jahr sind sie ja eh so wenig. Letztes Jahr haben wir so viele Ratten gehabt, die haben beim Feuerwehrumzug einen eigenen Fahnenträger gebraucht. Ja. Jedes Klima hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich kann dafür als Südoberpfälzerin im Nebel lesen, wie andere Leute in Sonnenstand. Ich bin dann immer zum Versteckenspielen im Nebel nach der Schule rauf im Wald gerannt. Und dann habe ich immer wieder im Nebel probiert, meine ausgestreckte Hand endlich zu erkennen. Und wenn es dann soweit war, dann habe ich gewusst, jetzt ist 3 Uhr nachmittags. Jetzt reißt es mal kurz auf.
Und dann bin ich runtergerannt zu meiner Oma in die Küche, weil ich gewusst habe, die holt jetzt irgendein saugutes Gericht aus ihrem Holzofen raus. So Rohrnudeln oder sowas. Ich war eins mit der Natur. Ich war so viel draußen, ich habe anhand vom Fledermausflug sagen können, ob es Tag oder Nacht ist. Ja, ein bisschen finster war es immer bei uns, aber ich habe mich nicht gefochten, ich habe keine Angst gehabt, weil ich war so ein Gassenkind mit so einem riesen Selbstbewusstsein und haufenweise gute Freunde. Und diese Freunde, die haben bei uns in der Oberpfalz damals in den 80ern Markus, Andreas und Christian geheißen und ein paar Mädels hat es auch gegeben. Das waren die Steffi. Ja. Und wir waren alle miteinander verwandt. Ja, weil klar, in dem finsteren Nebel verirrt sich kaum mal jemand rein. Und dann haben wir alle so 8 Dioptrien, mein Papa sogar 13, weil sonst hätte der meine Mama nie geheiratet. Und wenn es dann ums Heiraten geht, wenn der langweilig ist, so mit 15, 16, dann tastest du dich halt so vor im Nebel. Und wenn es dann auf einen triffst, dann fragst du dann kurz, ob er dein Bruder ist. Und wenn er sagt nein, dann wird geheiratet. Das ist Liebe in der Oberpfalz und so bin ich entstanden. Ja, schön, gell? Oh. Ja, und dann haben wir irgendwann in der Schule mal ein Liebesgedicht schreiben müssen und ich kenne das Konzept Liebe gar nicht. Das gibt es in der bayerischen Sprache nicht. Wir kennen nur mögen oder nicht mögen. Mögen oder nicht mögen. In der Oberpfalz sehr oft nicht mögen. Und dann hat meine Lehrerin gesagt, Liebe, das ist so ein warmes Gefühl im Bauch, das ist, wenn du was ganz gern magst und so. Und dann habe mir ich gedacht, ja, dann muss ich ein Liebesgedicht über die Oberpfalz schreiben. Und das trage ich euch jetzt mal vor. Und das ist mir ganz wichtig, dass jetzt nicht irgendwelche überambitionierten Menschen versuchen, das zu verstehen. Aber so denke ich in meinem Kopf, das ist jetzt für euch praktisch ein Spiegel, dass ihr seht, dass ich die ganze Zeit simultan übersetze, was das für Leistung ist, ne? Aber wie gesagt, ihr probiert jetzt nicht, das zu verstehen, weil in München hat schon mal eine versucht zu verstehen. Die habe ich dann auch nach Haar rausfahren müssen in die Nervenheilanstalt. Weil die ist wahnsinnig geworden, ne? Die hat das nicht. Also ich fange jetzt mal an. Ne? Bo, kennst du es nicht, die schöne Pfalz? Was du willst, auch wenn du den Bergernholz und Eppa kein Gorkern drauf wären. Der Baum hat da was er muss, sonst hat er kein Geld für Schau. Der darf sich im Winter seine Fels gescheiter frieren. Liebe Pfalz über der Donauletten, wo die Leute noch in der Kirche betten. Storpfalz, heillos ist egal Welt. Wenn ich die bloß sehe, baust mein Herz so leck und von lauter Freude zum Mau in Böllen. Sieht man erst wieder, wie schön die deutsche Sprache ist, gell? Ja, und klar, ich meine, wenn dein Stammbaum ein Kreis ist, wie bei mir, dann ist es schon ein Wunder, dass einem so ein Gedicht einfällt und ja, weil wir sind ja ganz selten mal rausgekommen aus unserem Dorf. Also wir sind eigentlich bloß einmal im Jahr, damals in den 80ern, ist bloß einmal im Jahr Bus die 15 Kilometer nach Regensburg reingegangen. Und den einen Bus haben wir dann genommen, die 3 Kinder und Mama. Und wir sind zur Krebsvorsorge von meiner Mama gefahren. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir uns auf diese Krebsvorsorge gefreut haben, gell? Ja, weil wir gewusst haben, wenn wir bei so einem Ausflug brav sind, dann kriegen wir, das ist in Bayern ein Brauch, zur Belohnung ein Leberkässemmel. Und das ist heute noch so. Wenn ich das Wort Krebsvorsorge bloß lese, dann rieche ich schon einen Leberkäs. Und andersrum, ich gehe an einer Metzgerei vorbei und mache meine Vorsorgetermine am Handy aus. Da soll nur ein Mensch zu mir sagen, dass Leberkäse ungesund ist. Merci, servus.